Zum Thema Gleichungssysteme mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Hier eine Einleitungsaufgabe. Ein Bauer besitzt Kaninchen und Hühner. Im Hof zählt er 15 Köpfe und 44 Beine. Frage: Wie viele Tiere jeder Sorte besitzt er? Wenn wir in dieser Aufgabe x die Anzahl Kaninchen nennen und y die Anzahl Hühner, so ergibt sich Folgendes. Schauen wir zuerst die Anzahl Tierköpfe. Da jedes Kaninchen einen Kopf hat und jedes Huhn einen Kopf hat, gilt die Anzahl Kaninchenköpfe plus die Anzahl Hühnerköpfe ergibt zusammen die Anzahl Tierköpfe, 15. Jetzt schauen wir Anzahl Beine. Jedes Kaninchen hat 4 Beine und jedes Huhn hat 2 Beine. Also gilt 4 mal die Anzahl Kaninchen, das ist die Anzahl Kaninchenbeine, plus 2 mal die Anzahl Hühner, das ist die Anzahl Hühnerbeinchen. Und wenn wir die Anzahl Kaninchenbeine zu der Anzahl Hühnerbeine addieren, so erhalten wir insgesamt die Anzahl Tierbeine. So ergibt sich also dieses Gleichungssystem. Und jetzt ist die Frage, wie löst man solch ein Gleichungssystem? Wir werden unser Gleichungssystem zuerst geometrisch lösen. Dazu zeichnet man zuerst die zwei Geraden D1 und D2, deren Gleichungen genau diese zwei sind. Schauen wir zuerst für D1. Die Gleichung ist x plus y gleich 15. Diese Gleichung können wir auch in diese Form schreiben, y gleich minus x plus 15. Und somit erkennen wir sofort den y-Achsenabschnitt, das heißt, diese Gerade enthält den Punkt 0, 15. Und da die Steigung minus 1 ist, haben wir diese Gerade sehr schnell gezeichnet. So. Jetzt für die zweite Gerade. Ihre Gleichung schreiben wir auch in diese Form um. Der y-Abschnitt ist 22, liegt außerhalb unserer Zeichnung, also kann man auch versuchen, einen anderen Punkt zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn x 10 ist, dann muss y minus 20 plus 22 sein, also 2. Das heißt, der Punkt mit Koordinate 10, 2 muss zu dieser Geraden gehören. Jetzt kann man weitermachen, entweder mit der Steigung oder man sucht einen zweiten Punkt. Zum Beispiel, wenn x 11 ist, dann sehen wir sofort, dass y minus 22 plus 22, das heißt 0 sein muss. Somit erhält diese Gerade auch den Punkt mit Koordinate 11, 0. Wir haben die zwei Punkte 10, 2 und 11, 0 und somit können wir schnell diese Gerade D2 ziehen. Wir wissen, dass die Koordinaten aller Punkte dieser roten Geraden D1 die Gleichung von D1 erfüllen, das heißt die erste Gleichung unseres Gleichungssystems. Und die Koordinaten aller Punkte dieser grünen Geraden D2 erfüllen die Gleichung von D2, das heißt die zweite Gleichung von unserem System. Aber dann ist die Koordinate vom Schnittpunkt beider Geraden die Koordinate, die beide Gleichungen gleichzeitig erfüllt. Also die Koordinate vom Schnittpunkt dieser zwei Geraden muss die Lösung von unserem Gleichungssystem sein und somit wissen wir, dass 7, 8 Lösung ist. Daraus schließen wir, dass der Bauer 7 Kaninchen und 8 Hühner haben muss. Eine kurze Bemerkung. Nehmen wir einmal an, der Schnittpunkt beider Geraden läge da. Dann können wir die Koordinate nicht ganz genau ablesen, also brauchen wir auch algebraische Verfahren, um diese Koordinate genauestens zu berechnen. Hier ein erstes algebraisches Verfahren.
Das Einsetzverfahren. Wir lösen die erste Gleichung nach y auf und stellen fest, dass y dasselbe ist wie 15 minus x. Und da y 15 minus x ist, können wir in der zweiten Gleichung das y ersetzen durch 15 minus x. Wir setzen also statt y diese Differenz ein. Einsetzverfahren. Die zweite Gleichung enthält dann nur noch als Unbekannte x. Sie führt sehr schnell zu 4x plus 30 minus 2x gleich 44, also zu 2x gleich 14, woraus wir sofort schließen können, dass x 7 sein muss. In der ersten Gleichung dürfen wir jetzt dieses x durch 7 ersetzen. Hier ein zweites einsetzen. Wir setzen hier die 7 ein. Y ist also gleich zu 15 minus 7, das heißt 8. Die Lösung von unserem Gleichungssystem ist also 7, 8. Das Zahlenpaar 7, 8 in dieser Reihenfolge, woraus wir schließen, dass der Bauer 7 Kaninchen und 8 Hühner besitzt. Hier ein weiteres algebraisches Verfahren, das Kombinationsverfahren. Die erste Gleichung besagt, diese Zahl ist dieselbe wie die da, woraus wir schließen können, dass zweimal diese Zahl dasselbe sein muss wie zweimal diese Zahl. Oder auch fünfmal diese Zahl muss dasselbe sein wie fünfmal diese Zahl. Das heißt, wir können eine Gleichung beidseitig mit einer beliebigen selben Zahl multiplizieren, dann bleibt die Gleichung erhalten. Wir werden das hier so machen. Wir werden diese erste Gleichung mit minus 2 multiplizieren und die zweite Gleichung mit 1. Das heißt, die zweite Gleichung lassen wir so, wie sie ist. Warum machen wir das? Weil wir dann diese Gleichungen erhalten und hier erkennen, dass die Vorzahlen von y nach diesen Multiplikationen genau gleich, aber entgegengesetzt sind. Schauen wir, was hier steht. Hier steht, diese Zahl ist dieselbe wie die. Und diese Zahl ist dieselbe wie die. Also muss die plus die genau dasselbe sein wie die plus die. Man sagt, man addiere die zwei Gleichungen. Dann addieren wir. Minus 2x plus 4x, das macht 2x. Minus 2y plus 2y, das macht 0 mal y, also 0. Und minus 30 plus 44, das macht 14. So, nach Addition dieser zwei Gleichungen, erhalten wir also diese Gleichung, die kein y mehr enthält. Deshalb haben wir hier mit minus 2 und mit 1 multipliziert, damit nach der Multiplikation bei der unbekannten y genau dieselben, aber entgegengesetzten Vorzahlen auftreten, so dass nach der Addition beider Gleichungen die y-Termen verschwinden. So enthält diese Gleichung nur noch die unbekannte x und dieser Gleichung zufolge muss x also 7 sein. Wir werden jetzt Ähnliches mit diesen zwei Gleichungen machen, damit bei x dieselben, aber entgegengesetzten Vorzahlen auftreten. Wenn wir die erste Gleichung mit minus 4 multiplizieren und die zweite mit 1, dann erhalten wir das. Denn so sind die Vorzahlen von x minus 4 und 4 gleich, aber genau entgegengesetzt. Jetzt addieren wir diese zwei Gleichungen und die x-Termen verschwinden nach dieser Addition. So erhalten wir minus 2y gleich minus 16. Diese Gleichung enthält nicht mehr die unbekannte x und sie liefert sofort den y-Wert 8. Dieses Gleichungssystem hat also als Lösung das Zahlenpaar 7, 8, woraus wir schließen, zu unserer Textaufgabe, dass der Bauer
7 Kaninchen und 8 Hühner hat. Hier noch zwei Bemerkungen. Die erste, man kann Lösungsverfahren von einem Gleichungssystem mischen. Zum Beispiel, um dieses Gleichungssystem zu lösen, könnten wir beginnen mit dem Kombinationsverfahren. Wir multiplizieren die erste Gleichung mit minus 1 und die zweite mit ein halbes. So werden die Vorzahlen von y genau gleich und entgegengesetzt sein. Und jetzt können wir beide Gleichungen addieren und finden somit, dass x dasselbe sein muss wie 12. Y ist somit verschwunden. X ist also 12. Und statt jetzt mit dem Kombinationsverfahren weiterzumachen, können wir jetzt per Einsetzverfahren weiterarbeiten, denn die erste Gleichung ergibt ja, dass y 30 minus x sein muss. So. Und da wir den Wert von x erkennen, dürfen wir diesen Wert hier einsetzen und finden so, dass y 18 sein muss. Die Lösung von diesem Gleichungssystem ist also das Zahlenpaar 12, 18. Also Vorsicht bei der Schreibweise der Lösungsmenge. Die Lösungsmenge, das ist die Menge, daher diese geschweiften Klammern, die als einziges Element das Zahlenpaar 12, 18 enthält, daher diese einfachen Klammern. Diese Lösungsmenge muss so geschrieben werden. Eine zweite Bemerkung: Zur Auflösung einer Aufgabe durch ein Gleichungssystem gehen wir immer wie folgt vor. Erstens, wir beschreiben genauestens die zwei Unbekannten x und y. Zweitens, wir stellen das Gleichungssystem auf. Drittens, wir lösen das Gleichungssystem. Und viertens, nicht vergessen, wir beantworten die gestellte Frage aus der Aufgabe durch einen Endsatz. Ich wünsche viel Spaß beim Trainieren.